Kann das Unternehmen Shell auch in Zukunft noch seine Dividende zahlen? Finden wir es mal heraus. Das Interest Coverage gibt an, wie viel vom Betriebsgewinn Shell aufwenden muss, um die Verpflichtungen für Anleihen und Banken und so weiter zu zahlen. Da wir als Aktionäre ja nur dann eine Dividende bekommen, wenn auch die Banken und alle anderen Gläubiger ihr Geld vor uns erhalten haben, ist das Interest Coverage für Dividendeninvestoren eine wichtige Größe. Und wenn wir das Betriebsergebnis von Shell einfach mal teilen durch ihre Aufwendungen, dann sehen wir, da kommt ein Wert von 11,8 raus. Und das bedeutet, die könnten 11,8 Mal alleine mit ihrem Betriebsgewinn alle laufenden Verpflichtungen zahlen. Und deswegen sollte das für die Dividende kein Problem sein.